Hallo, ihr Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe natürlich, dass wir hier jetzt nicht irgendwelche unerwünschten Programme im Hintergrund haben, damit wir einfach mal starten können, und zwar einen neuen Run. Mit Lazarus haben wir es ja geschafft, mit Azazel haben wir es geschafft. Wir haben es auch mit Isaac, glaube ich, mal geschafft, ich weiß es nicht. Muss ich nochmal überall durchgucken. Wir starten einfach mal einen Run mit Kane. Ah, denn ich habe ziemlich Lust auf Kane gerade, also als Charakter. Und als erstes bekommen wir Dead Sea Scrolls. Ein Item, ein Space-Item, was im Grunde immer wieder einen anderen Effekt hat, soweit ich noch richtig in Erinnerung habe alles. Es hat immer wieder einen anderen Effekt. Das wird sich auf jeden Fall noch zeigen, also das werde ich euch auf jeden Fall noch genauer zeigen, denke ich mal. Denn ich bezweifle, dass ich jetzt so viel Glück haben werde und noch irgendein besseres Space-Item kriege. Au. Deswegen glaube ich einfach, dass wir mit Dead Sea Scrolls ein bisschen arbeiten müssen. Ah, wunderbar erwischt. Und wir bekommen einen Schlüssel. Wir gehen nach unten rechts. Und warum? Weil wir es können. Ein blauer Stein? Ja, es wäre eigentlich ganz geil, könnte ich den in die Luft sprengen. Gut, wir müssen nach oben, in der Hoffnung, dass wir hier eventuell eine Bombe bekommen. Oh Gott. Nein, nur eine Münze. Naja. Es wäre ja auch ehrlich gesagt zu schön gewesen. Na gut, dann gehen wir aber mal rein. So. Gemini. Okay. Auch ein blauer Stein. Oh Gott. Wir nutzen mal die Dead Sea Scroll. Und bekommen einen Effekt, dass der Gegner Angst hat. Der hat Angst vor uns. Ich glaube zumindest, dass es Angst war. Denn er hat sich von mir weggedreht und wollte weglaufen. Oder bin ich jetzt ein bisschen bekloppt? Ich hoffe mal nicht. Okay, dann können wir auch mal direkt auf den Kleinen so ein bisschen gehen. So, denn wenn wir den... Okay. Denn wenn wir den Großen töten, dann wissen wir ja, der Kleine kommt sofort raus und möchte uns töten. So. Und da er relativ nervig ist und unkontrolliert durch die Gegend fliegt, wenn man den dann mit den Tränen trifft, will ich den schon mal so ein bisschen angeschwächt haben. Wir bekommen ein Damage- und ein Range-Up-Item. Allerdings haben wir keinerlei Möglichkeiten, uns hier irgendwie diese netten Teile hier kaputt zu sprengen. Einfach weiter, ne? Uns bleibt keine andere Wahl. Einfach weiter. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Mal auch wieder was mit einem Boss Rush wird. Aber erstmal hier einen Itemraum. Oh, also dass wir hier direkt den Itemraum noch einmal haben, das gefällt mir. So, unten bekommen eine Attack Fly, und zwar die blaue. Damit hantiere ich sehr, sehr gerne. Besonders in solchen Räumen. So. Ich finde, in solchen Räumen kann man sehr gut damit arbeiten. Da macht man sich nicht wirklich so viel Arbeit. Man macht sich die Hände schmutzig und ist einfach toll. Ist einfach toll. Oh Gott. Schon wieder ein Ey, Alter, ich brauche unbedingt Bomben. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ich brauche verdammt nochmal Bomben. Und wie ich Bomben brauche. Wenn ich keine Bomben kriege, dann bin ich sauer. Oh, doch nicht so eine. Eigentlich wollte ich die jetzt Richtung... Haja. Ich wollte die Richtung Steine schieben, damit ich wenigstens noch ein paar Münzen kriegen kann. Für zum Beispiel so einen Fall. Dann ist nämlich, hier ist nämlich direkt der Shop. Da hätte ich mir ein paar Münzen holen können. Eine Bombe holen können. Aber nein. So viel Glück habe ich ja nicht. So, das machen wir jetzt mal aus. Nicht, dass der da auch noch reinfliegt. Und ein Schlüssel. Wir gehen allerdings noch nicht zum Boss, denn ich habe noch Hoffnung, dass wir hinter der Bombe finden und wenigstens einen dieser Steine kaputt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt, Leute. Ich enthalte mich jetzt einfach mal komplett. So. Oh, nochmal zwei andere Nasen dabei. Das ist ja schon mal etwas. Ich habe übrigens das Mikro ein bisschen näher rangerückt, damit ich da ein bisschen lauter bin. So.
Schön mit der Attack Fly arbeiten, die macht ja ordentlich Damage. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage die macht. Ich meine, die rote macht mehr Damage als die blaue, das weiß ich. Aber trotzdem, Old Bandage, HP ab, wunderbar. Nee, Book of Sin möchte ich nicht haben. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Aber wir könnten trotzdem mal kurz gucken, ob wir in den Shop rein können und dort für 3 Münzen eine Bombe kaufen können. Oh Gott, ja. Wunderbar. Dann können wir nämlich wenigstens einen dieser beiden drecksblauen Steine aufmachen. Und ich mache einfach mal... Nee. Der ist ein bisschen zu gefährlich, denn wenn ich die in den falschen Moment lege, dann kann es sein, dass einer dieser beiden Nasen es schafft, die Bombe wegzuschießen. Und zwar genau... So... Ja, ich hab nochmal Glück gehabt, Okay, wunderbar. Einfach weiter. Jetzt haben wir doch noch die beiden blauen Steine bekommen, das gefällt mir. Ich hätte jetzt eigentlich auch noch die Herzen nehmen können, weil das HP-Upgrade, das war nur ein HP-Upgrade und nicht einfach ein HP-Upgrade mit vollen Herzen sofort. Zu schade. Gehen wir hier rein. Nee, ich brauche meine meine Schlüssel brauche ich noch für... Zumindest einen brauche ich für den Itemraum. Würdest du? Wenigstens die eine Träne ist ja von der Ranger etwas weiter. Nabelschnur? Bauchnabel wollte ich sagen. Wieso kam denn jetzt Nabelschnur? Au, raus. Oh, wie ich mich treffen lasse, ey. Ich bin doch echt bekloppt in der Birne. Oh, noch ein Damage-Up. Das gefällt mir. Oh, also momentan gefallen mir die Runs, die wir hier haben. Ich kann mich nicht wirklich beschweren. Dead Sea Scrolls, na okay, ist jetzt nicht unbedingt das beste Item, aber wir haben wenigstens ein Item. Und hier auch mal. Wunderbar. Oh, sogar den Matchstick nehme ich gerne mit. Das andere Ding, das war einfach sowas von einem Rosenkranz, glaube ich. Damit würden wir mehr... damit würde die Chance höher sein, dass wir blaue Herzen bekommen oder... Engelsräume oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber so haben wir jetzt eine höhere Chance auf Bomben, soweit ich weiß. Das macht, soweit ich weiß, der Matchstick. Ja gut, ich habe jetzt noch 2 Schlüssel. Eigentlich könnte ich noch in diesen tollen Kampfraum reingehen und gucken, ob ich da nicht noch irgendwas Wunderbares mitbekomme. Aber andererseits möchte ich das jetzt auch nicht machen. Na, hier möchte ich auch nicht hin. Ihre Schlüsselverschwendung. Gertie. Wunderbar, Gertie. Gefällt mir. So, dann machen wir erstmal das hier kaputt. Und dann das hier, während unsere Fliege ein bisschen Arbeit betreibt. So. Das ist das Schöne, wenn man hier die Attack Fly hat bei Gertie. Da kann man einfach den hier machen. So. Hier. Wunderbar. Gefällt mir. Und dann stellt man sich wieder runter und schießt einfach weiter. Und wenn man wieder oben ist, dann kommt das wieder. Und weg ist er. Das war jetzt wirklich eine ziemlich einfache Sache. Und noch ein bisschen Range-Up gefällt mir. Denn mit mehr Range haben wir auf jeden Fall höhere Chancen... Ha, meine Güte. Mit mehr Range haben wir auf jeden Fall höhere Chancen zu überleben, wie ich finde. Denn es ist nicht gerade geil, wenn man extrem nah an die Gegner ran muss, um sie zu töten. Stirb bitte, danke. Okay... Oh Gott, meine Fresse. Also diese Kacke, die ist mir echt ein bisschen zu schnell. Das ist ein bisschen zu große Flitzekacke, muss ich zugeben. Oh, Geld. Oh Gott. Ja, okay, scheiß Drecksspinnen. Ich habe nämlich jetzt eher auf das geachtet, was da ziemlich groß vor mir stand und nicht auf das, was da relativ klein vor mir steht. Muss ich zugeben, aber okay, ist akzeptiert, glaube ich. Würdest du? Danke. Noch eine Bombe, gefällt mir. Und schnell durch. Zack. Oh, das ist doch noch ein Damage-Up, oder? Ich meine, das ist noch ein Damage-Up. Was ist denn los mit diesem Run? Damage und HP-Up sogar. Geile Scheiße. So. Also, ich will jetzt echt nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dieser Run, der wird richtig nice. Ich meine, ich kann auch noch relativ... krass verkacken bei den ganzen, weil das bin ich. Aber trotzdem, dieser Run ist momentan echt nice, echt Bombe, gefällt mir. So, dann hier nochmal ein bisschen Damage kassieren, das wäre super. Oh, meine Güte, dass die Teile, diese ganzen
Tränen blocken, geht ein bisschen auf den Sack. Aber ist auch schon irgendwie verständlich, ne? So, und jetzt noch du. Fred. Wissen das? Kallus. Your feet feel stronger. Nee, ich möchte ein bisschen mehr Bomben haben. Wenn jemand weiß, was das hier macht, Kallus, your feet feel stronger, bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre super nice. Da gab es ja auch schon von, ich glaube, diesen Card Reader oder irgendwas ähnliches in dieser Art. Habe ich ja auch schon eine Erklärung bekommen, was das macht. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal dankbar für. Denn, wie gesagt, ich wusste nicht, was das macht. Und jetzt weiß ich wenigstens, was es macht. Und kann dementsprechend entscheiden, nehme ich das jetzt beim nächsten Mal mit oder nicht. Oder nehme ich das lieber mit als was anderes und so weiter und so fort. Ah, scheiße. Ja. Okay, habe ich jetzt mal ein bisschen was verkackt. Söhchen, dann geht's mal weiter hier. Ich vergesse mal, dass diese dicken Spinnen rausploppen, ey. Wenn sie kaputt gehen. Genauso. Ja, komm hier. Dead Sea Scrolls, was ist das für ein Effekt? Söhchen, wunderbar. Der Effekt des, warte, was war das jetzt genau für ein Effekt? Wie hieß der Effekt noch? Wir laden mal eben kurz unsere Dings auf, unsere Sea Scroll. Das war der Effekt vom Unicorn. Das heißt, wir nehmen keinen Schaden und machen durch Berührung. Aua. Und machen durch Berührung Schaden. Also, ist eigentlich ganz nice. Kann man durchaus mal nutzen. Ist jetzt nicht unbedingt für immer etwas, aber naja, wir haben ja Dead Sea Scrolls, das heißt, wir werden so oder so das nächste Mal was anderes haben. Womit ich ehrlich gesagt auch nicht so ein Problem habe. The Fallen. Aha. Fallen. Aha, ich verlangsame ihn. Das ist geil. Das ist wirklich sehr geil. Dann kommt jetzt auch noch meine Attack Fly dazu. Der ist auch noch jetzt verlangsamt. Allerdings ist das Verlangsamen nicht für immer. Das ist ja das Problem, ne? So. Ich mache jetzt ein bisschen Damage. Da müsste der jetzt mit seinem Strahl rausrücken. Ja, wusste ich so. Na komm. Da. Ja, ich hasse es. Na. Weg. Wunderbar. Und wir bekommen Horror of Babylon. Das heißt, wenn wir nur noch ein halbes Herz haben, dann werden wir groß, schwarz und schnell und stark. Groß, schnell und stark, soweit ich weiß. Also unser Damage geht hoch, unser Speed geht hoch. Und wir wachsen ein bisschen. Curse of the... Ich habe keine Ahnung, was da stand. Hätte ich mal ein bisschen durchlesen sollen, wa? So, ihr hässlichen Kackhaufen. Ihr wird sogar so sterben, wenn er in uns reinfliegt, von daher. Sag ich ja. Zack. Der hat nämlich schon so viel kassiert, da fehlt einfach nicht mehr viel. Noch ein little bit money, das ist cool. Ich glaube, das ist ein blauer Stein in der Mitte, oder? Ich meine, das ist ein blauer Stein da in der Mitte. Das sieht ein bisschen danach aus. Wir können ja mal testen. Wir haben ja jetzt wieder ein paar mehr Bomben. Deswegen können wir einfach mal testen. Ob es jetzt letzten Endes einer ist, weiß ich nicht. Aber okay, es war keiner. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die blauen Steine sehen hier aber auch wieder so aus wie sonst. Den hätte ich ein bisschen anders springen sollen, damit ich an die scheiß Kiste rankomme. Das bemerke ich jetzt gerade selber. Ich weiß, war doof. Aber okay, passiert, ne? Passiert halt. Würdest du jetzt bitte sterben? Danke. Was haben wir hier noch? Noch? Ja, komm hier. Den kann ich eigentlich mit der Fliege kaputt machen. Zumindest versuchen, den mit der Fliege kaputt zu machen. Ein bisschen Damage reinhauen. Okay, und die kann ich jetzt eigentlich so erledigen. Weil viel können die nicht machen. Die können nur auf mich zu rushen. Aber wenn sie so eingesperrt sind, geht das nicht so gut. ja, ich sehe meine HP nicht. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein ziemlicher Nachteil. Aber ich denke mal, ich sollte das einigermaßen hinkriegen. Ich werde jetzt erstmal weiterhin den Itemraum suchen. Den Itemraum ist immer besser. Habe ich gehört. So, nochmal Fliege kaputt und weg sind sie. Nochmal ein paar Bomben, was mir immer gefällt. Also Bomben, damit kann man mich wirklich immer begeistern. Zwei müssen reichen. Ja. So. Wir sollen jetzt kaputt gehen. Schlüssel, Münzen. Ja, okay, ist akzeptiert. Oh nein. Nein, nein, nein.
Nein, die gehe ich nicht. Weg! Das Schöne ist, die kleinen Spinnen, die kann ich jetzt one-hitten. Die großen leider nicht. Weil so können mir die ganzen Spinnen nicht so extrem auf den Sack gehen. Nochmal Bomben, geil. Aha. Die können sich nicht wirklich schnell bewegen, das heißt... aber die können pupsen. Wenn sie sonst nichts können, können sie wenigstens das. Das ist schon mal etwas. Okay, weg bitte. Danke. In den Shop rein bitte. Und da gibt es auf jeden Fall... Ich hole mir mal die Fliege. Ich mag die Fliege irgendwie. Die sieht so lustig aus. Giant Spiders and Flies. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt angerichtet habe. Ob ich damit irgendwie ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör doch auf! Au, 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 hör auf. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich glaube, ich habe irgend... Oh, das ist gerade echt scheiße. Also, ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben, wenn das so weitergeht. Weil irgendwie nehme ich gerade relativ viel Damage. Aber ich kann mir dann gleich wenigstens... Oh, da waren ja noch Fliegen. Die habe ich voll nicht gesehen. Die habe ich voll verdrängt. So, meine Güte. Oh ja, ich werde mir gleich unbedingt was kaufen. Insbesondere das Herz. Zack. Das noch kaputt machen, hoffen, dass da noch ein Herz drin ist. Ich muss unbedingt wieder meine Herzen sehen, weil da habe ich jetzt gerade echt so viel Damage genommen. Oh nein. Oh nein. Weißt du, von allen Gegnern, die ich hasse, warum kriege ich die? Von allen Drecksgegnern, die ich hasse, kriege ich unbedingt die? Nee, nee, nee. Die wollen mir doch nur ans Bein pissen damit. So, geschafft, meine Güte. Okay, dann geht's vielleicht hier zum Geheimraum? Ja, 15 Minuten, vielleicht kommt der Boss Rush ja noch, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie wir uns anstellen, glaube ich mal. Hörst du bitte auf, die Münzen zu bekommen? Herzen wären geil, danke. Oh, Dollar. Cool. Nice, gefällt mir nicht. Ja, okay, gefällt mir doch. Dollar hatte ich noch nicht, aber... Ja, okay, es ist so eine Mischung. Einerseits gefällt es mir, andererseits gefällt es mir nicht, weil es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gebrauchen kann. Ist einfach so. Ich könnte jetzt gerade viel mehr Herzen gebrauchen ohne Ende. Ja, genau. Dann kriege ich direkt das hier ins Gesicht geschoben. Ihr könnt mich doch mal alle ins Gesicht lecken, ey. Ja, das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt. Ich wollte eigentlich, ihr könnt mich jetzt mal alle am Arsch lecken, aber dann habe ich irgendwie in diesen Gegner geguckt und dachte mir, Gesicht. Gesicht! Das kam irgendwie so raus, wie, ich weiß nicht. Oh Gott. Buttlicker. Buttlicker sind uncool. Buttlicker sind einfach nur ein unkontrollierbarer Haufen, die willkürlich durch die Gegend fliegen, laufen, crawlen, whatever. Weißt du, genau jetzt in diesem Moment bräuchte ich eigentlich die tolle Brille, die ich beim letzten Mal hatte bei dem Part Money Boy. Itemraum. 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 Ich hab ihn. Den Itemraum. Würdet ihr bitte aufhören? Das wäre super toll. Ich will jetzt nicht... Ich will nicht sterben jetzt. Oh, ich hab noch ein halbes Herz. Ich hab noch ein halbes Herz. Ich hab noch ein halbes Herz. Ich hab ein Herz. Und ich bekomme das Brimstone Baby. Little Brimstone. Okay, einerseits ist das jetzt geil, andererseits ist es scheiße, weil ich habe nur noch ein einziges Herz. Das heißt, bei dem Boss, den wir jetzt haben, Necropolis 1, das kann unser direktes Ende bedeuten. Ja, das kann wirklich unser direktes Ende bedeuten. Ich muss wirklich verdammt viel Glück haben. Ich werde jetzt auch nochmal eben kurz diese beiden Dinger hier sprengen, in der Hoffnung, dass da noch was drin ist, was ich gebrauchen kann. Nee, leider nicht. Und wir gehen einfach mal rein. Loki! Okay, Loki ist jetzt nicht unbedingt ein Gegner, bei dem ich große Schwierigkeiten habe. Hatte ich noch nie wirklich bei Loki, das ist das Schöne. Ah, komm, ich lade einfach mal... Ich werde einfach mal auf Distanz spielen. Mit dem Brimstone Baby. Damit ich hier auf jeden... Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
damit ich auf jeden Fall nicht irgendwie in eine schwierige Lage komme. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Loki, bitte, bitte. Akzeptiere bitte, dass du jetzt tot sein musst. Du musst sterben, Loki. Ja. Und wir bekommen noch ein Damage-Upgrade. Ey, langsam gehe ich aber wirklich kaputt bei euch. Oh Gott, ey, das wird mir langsam echt zu viel. Meine Güte. Also, wenn meine Rechnungen richtig sind, habe ich 1,5 Herzen. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Ich werde da oben einfach mal eine Bombe hinschießen, wenn da ein paar Herzen rauskommen. Oder halt nur Geld. Warum nicht? Ich hätte natürlich jetzt auch ein bisschen dran spielen können, aber ich glaube, das hätte sich jetzt nicht wirklich so gelohnt. Nicht mit meinen wenigen Herzen. So, kaputt machen. Und öffnen. Ja, 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 wunderbar. Ich bekomme wieder Herzen ohne Ende. So ist das gut. So ist das sehr gut. Die Pillen? Okay. Kane, der kann eigentlich nur wirklich... Der kann eigentlich nicht so gut, nicht so scheiß Pillen bekommen. Das ist jetzt scheiße. Oh Mann. Nee, ich riskiere das jetzt nicht. Also das war wirklich scheiße, denn soweit ich weiß, machen die... Oh, leck mich doch, ey. Leck mich doch wirklich. Leck mich jetzt einfach mal cremig. Oh Gott, geht doch. Denn soweit ich weiß, ist das Problem bei den Stacheln, dass die ein Herz Schaden machen. Das heißt, würde ich getroffen werden, wäre ich tot. Jetzt mal so ganz logisch gesehen. Hm. Aber okay. Ist irgendwie akzeptiert. So, da muss ich aufpassen, wie ich die töte. So, nicht, dass mich irgendwie eins von diesen dämlichen Kügelchen erwischt. Nee, 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 nee. Mich wirst du nicht erwischen. So, und da weg, 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 weg. Wunderbar. Wir sind wieder voll. Das brauchte ich auf jeden Fall. Ah. Und direkt wieder weg hier. Ja, wenn wir nichts verloren. Ah, die sieht man, die hat man doch so selten gesehen. Eigentlich. Das war jetzt eigentlich doof. Aber wir spielen einfach mal eine Runde dran. Da opfer ich, ja okay, ich kann Boss Rush eh nicht mehr kriegen. Aber okay. Boards of Steel, nice. Und schon wieder, ja, schon wieder ein Dollar. Eigentlich könnte ich diesen Part hier schon wieder Money Boy nennen. Wie soll ich den denn nennen, ey? Eigentlich passt es, dass ich hier richtig extrem viel Money bekomme, dass ich den Part Money Boy nenne, aber ich will den nicht schon wieder Money Boy nennen, weil schon wieder Money Boy wäre ein bisschen doof. Na egal, irgendwas wird mir schon einfallen, irgendwas. Ah, der Brimstone Baby haut aber ordentlich rein. Respekt, Kollege! Zack! Schlüssel... Was? Nee, nee, nee. Das habe ich aus Versehen hier... Hoppala. So. Das hatte ich aus Versehen... etwas geöffnet. Wollte ich nicht unbedingt. Eine Karte. Justice. Nehme ich mit. Zack. Nochmal ein Schlüssel. Eigentlich könnte ich nochmal eben schnell im Shop vorbeischauen. Ich habe ja... zweimal einen Dollar bekommen. Hauptsache, ich komme hier nicht rein. Wunderbar. Aber, hier ist ein blauer Stein. Und das wiederum gefällt mir. Jetzt habe ich 2 Soul Hearts wieder. Und das ist super nice. Ah, ja okay, da hat er mich jetzt erwischt. Kann mal passieren, aber ich habe noch mal 2 Soul Hearts dazu bekommen, das ist doch schon mal was. Dann kann ich die Kiste da vorne eigentlich auch nochmal kaputt machen. Also hier. Denn die muss man kaputt sprengen. Und da gibt's sowas drin. Leck mich doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Ja, okay, dann möchte ich hier nichts mehr haben. Ich gehe jetzt mal zu Mama. Ja, ja, nimm ruhig ein bisschen Damage. Oh, man. Ich will jetzt auf jeden Fall die ganzen Gegner hier schnell kaputt machen. Weil ich habe keinen Bock, jetzt nicht mit denen extrem viel rumzuschlagen. Mensch, Mutti.
Ah, ich werde jetzt auch nicht wirklich viel Damage nehmen. Das möchte ich mir alles aufsparen. Also meine Soul Hearts und hast du nicht gesehen. Da ich ja noch Muddys Herz töten muss. Da würde es ein bisschen doof kommen, wenn ich da jetzt dann gleich verrecken würde. Isaac. Jetzt wäre sie Gewichtheberin oder sowas. Jetzt hör doch mal auf, meine Güte, deine Tage sind schon wieder da, oder wie ist das? Nee. Dann halt so. Ach, ich musste den erst töten, damit die dumme Sau wieder was Neues spawnt. Ja, okay, ergibt Sinn. Schon irgendwie. Ist jetzt nur ein bisschen doof gelaufen für die, ne? Au. Aber wir bekommen nochmal ein Tears plus Shot Speed ab und einen Engelsraum mit 3 Soul Hearts. Ich find's geil. Was anderes kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich find's geil. Okay, weiter. So, da wurde ich gerade eben angeschrieben in WhatsApp. Einen Moment. So. Okay. Oh nee, warum? Geh doch weg. Geh doch weg. Dich mag eh keiner. Nein, hör auf. Au. Mag ich nicht. Okay, 2 Herzen. Okay, okay, interessant, interessant. Au, 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 lass mich weg. Ah, ja, das ist voll unproduktiv. Wenn die so schnell sind und einen tierisch auf den Sack gehen, da hätte ich eigentlich Dead Sea Scrolls mal nehmen sollen. Meine Güte. Das ist ja mal eine Party. Versammlung der Fettsäcke, oder wie ist das hier? Willst du bitte sterben? Danke. Das nehme ich mit. Und dann gehe ich in den großen Raum hier unten. Bekomme natürlich die nervigen Bosse hier. Bosse, Gegner meine ich. So. Da kann ich eigentlich mit dem Brimstone Baby arbeiten. Au. Ja, okay. Ist natürlich klar, dass der in die Luft fliegt, dieser Scheiß. Selbstmordattentäter. Hängt der da fest? Ich glaube, der hing da fest. Nein! Stop it! Ich will nicht nur in die eine Richtung schießen. Da muss ich jetzt mit dem Brimstone Baby arbeiten. Zack! Ich muss jetzt so lange mit dem Brimstone Baby arbeiten, bis dieser Effekt von IO Wizard nachlässt, weil ich kann so einfach nicht schießen. Tut mir leid. So kann ich das wirklich rein gar nicht. Ich bin ja wirklich extremst eingeschränkt damit. Wunderbar, der Effekt hat nachgelassen. Jetzt kann ich wieder Chubby ficken ohne Ende. Und jetzt kommt natürlich Monstro, die dumme Drecksau. Gefällt mir. Was? Wie wurde ich denn da getroffen? Vor allem von was? Muss ich mir in der Aufnahme unbedingt angucken. Das habe ich echt nicht registriert. War da eine Kugel, die ich nicht gesehen habe? Also eine Träne? Oder was war da? Eine Pille, eine Pille. Aua. Au. Au. Okay, Paralyse ist geil. Ja, läuft. Jetzt habe ich im Grunde Herzen verschwendet, um mir, ja, Paralyse selbst zu geben. Das ist doch geil. Aber das ist jetzt das Teufels-Item, Sweet Suffering, dass wenn ich Damage nehme, eine Chance besteht, dass Soul Hearts gedroppt werden. Nur mal so nebenbei. Wurde, glaube ich, auch schon in die Kommentare geschrieben. Ekelhaft. Okay, erstmal die hier, denn die am Rand, die können mir so gut wie gar nichts. Zumindest noch nicht.
müssen ja erstmal wachsen, die Drecksäcke. Und da ich sowieso eine größere Range habe als die, habe ich ehrlich gesagt nichts zu befürchten. Und ich bekomme Liberty Cap. Nehme ich sehr gerne mit. Kann mich nämlich in vielen Momenten entweder positiv unterstützen oder negativ unterstützen. Hörst du bitte auf, danke. In den meisten Fällen ist es aber, zumindest habe ich das Gefühl so, dass es in den meisten Fällen so ist. In den meisten Fällen ist es positiv, du ist diese Unterstützung. So, wunderbar. Dann nehme ich hier diese zwei mit und das hier nehme ich mit und dann gehe ich nach oben. Aber diese dämlichen Bauchnäbel. Da laufe ich auch noch direkt rein. Hier zum Beispiel haben wir, glaube ich, ordentlich Stärke dazu bekommen. Ich würde eigentlich liebend gern nochmal nach unten, damit ich nochmal gucken kann, ob ich da irgendwie... Oh Gott, ich werde hier damit stehen. Warum zur Hölle haut er da nur eine einzige Bombe hin? Was ist das für ein dämlicher Effekt? Jetzt ohne Witz, was ist das für ein dämlicher, beschissener Effekt? Der ist doch voll langweilig. Aber ich muss noch kurz zurück, denn da unten gab es ja noch eine Batterie, die ich gerne mitnehmen möchte. So, da haben wir sie. Damit ich für den Bosskampf wenigstens ein volles Space-Item habe und das nutzen kann und Spaß haben kann und den Boss eventuell töten kann, denn das wäre super toll. Oh Gott, nein, nicht der. Erstmal die kleinen Viecher. So, da gehe ich etwas weiter weg, wollte ich gerade sagen, damit ich nicht direkt in seiner Schusslinie stehe. Und dann töten wir den einfach mal. Zum Glück haben wir das Brimstone Baby, damit ist das alles ja ein bisschen einfacher. So, und somit hätten wir den Boss eigentlich schon so gut wie tot. Also, die können ja gar nichts mehr machen. Der kann nur in vier Richtungen schießen. Und wir werden noch einmal etwas schneller. Ja, also Damage brauche ich eigentlich nicht mehr, denn mein Damage, der ist ja schon relativ gut. Ich glaube, ich muss niesen. Oh Gott. Oh, Leute, das ist... Oh, meine Güte. Huh. Mann, Mann, Mann. Okay, arbeiten wir mal ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, arbeiten wir mal... zwei Fistula. Arbeiten wir ein bisschen mal mit der Fliege, aber dann ist mir Fistula geplatzt. Fand ich eigentlich ganz uncool. So, dann kriege ich dich noch down. Und da hinten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Okay, dann habe ich alle schon weg. Hier unten gab es nichts. Verdammt. Gerade hatten wir den tollen Effekt, dass wir sehen konnten, wo etwas ist. So, würdest du bitte verrecken? Das wäre super toll. Da, wir müssen aufpassen, denn wir dürfen ja nicht wirklich stehen bleiben, weil sonst spawnt er letzten Endes direkt unter uns und das wollen wir ja nicht. Okay, wir haben hier diese tollen Hände dann wieder. Da sind sie. Ein oder zwei dürfen noch runterkommen. Ich darf mich nicht packen. Da. Ich darf mich nicht packen lassen, weil sonst werde ich hier rausgeschleudert. Gott, ist das ekelhaft. Mit so vielen Augen hier. Meine Güte, die Augen waren ja mal richtig ekelhaft. Da. Würdest du bitte sterben? Danke. So. Ab in den Arcade Room. Ah, wir könnten spenden. Oder hier spenden. Nee, ich spende hier. Ich werde mal ein bisschen gucken, wie weit ich komme. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass ich irgendwie weit komme. So bis zu 50 vielleicht. Ich weiß ja, habe ich die 50 schon ab? Okay, dann machen wir einfach mal das hier kaputt. Freuen uns den Ast ab. Und wir bekommen ein Herz. Geil. Ein Herz für Kinder. Ach ja, das war ja dieser komische Typ. Der relativ schnell stirbt. Na gut. Sonst weiter gibt es ja eigentlich nichts. Wir haben eigentlich... Das Einzige, was wir noch wirklich haben wollen, ist der Bossraum. Ansonsten gibt es hier auf dieser Ebene nichts mehr, was wir wollen. Einen Shop gibt es hier nicht. Und ansonsten, ja... Was könnte es hier geben, was wir noch brauchen? Nichts eigentlich. So, wunderbar. Nochmal ein Schlüssel. Danke. Au. Das ist uncool. Oh. Noch ein bisschen schneller werden? Na, ich möchte dann schon irgendwie das
eventuell die Möglichkeit haben, etwas schneller zu werden oder stärker zu werden. Würdest du bitte aufhören? Nicht so hierhin rushen. Das wäre... Oh Gott, das wäre richtig geil, wenn du das unterlassen könntest. Oh Gott, jetzt habe ich den einen bei mir. Der ist tot. Wunderbar. Ich habe ihn weggespült. Au. Da habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Da habe ich zumindest drauf geachtet. Ich brauche unbedingt Herzen. Mit einem Herz gegen Mams Herz. Nee. Wird nicht klappen. Ich werde hier ein bisschen sprengen. Da war zum Beispiel schon mal etwas. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwo etwas. Oder da. 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 Ich weiß ja nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen Bombenverschwendung. Aber das ging nicht anders. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Normalfall bekomme ich immer Schaden, wenn ich in solche Räume reinkomme. Also mit dieser Konstellation an Augen. Aber da hatte ich Glück. Vielleicht sind sie einfach nicht so aggressiv gewesen jetzt gerade. Da ist schon der Bossraum. Einerseits will ich da rein, andererseits nicht. Denn, wie gesagt, ich fühle mich einfach vollkommen unvorbereitet, weil ich habe so wenig Herzen. Nee, das ist, glaube ich, dieser komische Darm, der, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Herzen habe, ein Baby spawnen kann. Also eins wie das, was ich hier jetzt schon habe, das ist zum Beispiel das Brimstone Baby, aber brauche ich nicht, denn ich möchte nicht unbedingt in so einen Bereich kommen. Gucken wir, ob hier noch irgendwie was... Oh, heilige Scheiße. Okay. Okay, alles ist okay, alles ist okay. Hier gibt's nichts mehr, ne? Schade. Ja, ansonsten... Wir hätten jetzt nur noch einen einzigen Raum hier oben. Da möchte ich hin. Aber ich glaube, da gibt's keine... Doch, das macht... Okay, geil. Los. Ich muss unbedingt mit dem spielen. Da habe ich jetzt keine andere Möglichkeit. Warte, ich muss das irgendwie wegsprengen. Das nervt nämlich tierisch. Daran werde ich jetzt ein bisschen spielen, Leute. Tut mir leid, wenn der Part jetzt ein bisschen länger wird als nötig, aber wenn ich von dem jetzt noch Herzen kriegen kann. Oh. Da. Wunderbar. Noch ein paar Herzen. Nein! Aber wir haben nochmal ein Herz dazu bekommen. Aus was für einem Grund auch immer. Das ist einfach ein viel zu kleiner Bereich für diesen Scheiß. Wunderbar. Eigentlich könnte ich den jetzt... Ich spreng den jetzt einfach. Gibt es nochmal Schlüssel und Herzen, aber ich brauche nichts mehr. Ich habe jetzt volle Herzen. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, wo ich hinlatsche. Nicht, dass ich irgendwie noch in irgendwas reinlaufe, wo ich unter Umständen Probleme kriegen könnte. Und Damage nehmen oder so. Und jetzt muss ich mich einfach nur konzentrieren, damit ich Mams Herz besiegen kann. Goat-Hoof werde ich nicht mitnehmen, denn wenn ich zu schnell bin, dann habe ich auch Probleme. Das möchte ich nicht. Ich würde schon gern bei Liberty Cat bleiben. Und jetzt geht's los, Leute. Es geht los. Wir werden sofort von Anfang an Dead Sea Scroll einsetzen. Und wir haben eine Art Schutz. Geil, 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 geil. Müssen wir ausnutzen, müssen wir ausnutzen. So, also wir haben es mehr oder weniger ausgenutzt. Ich habe nämlich jetzt kein Damage genommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh Gott. Dies gefällt mir nicht, dies gefällt mir nicht. Bitte sterben. Danke, 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 danke. Wunderbar. Oh Gott. Ich habe Angst. Hör bitte auf, hör bitte auf. Ih! Bist ein bisschen böse. Ach Gott. Vielleicht kommen doch die Strahlen. Da sind sie. Aber wir haben es gepackt, Leute. Wir haben es gepackt. Oh Gott. Wirecode-Hanger. Wunderbar. Wir haben es geschafft, Leute. Ah.
mit diesem kleinen Video, wo wir auch wieder ein Item rausholen, denke ich mal, aus dieser wunderbaren Kiste, verabschiede ich mich auf jeden Fall erst einmal. Wirecoat Hangar! Ah. Ah. Gefällt mir. So. Da haben wir einen Wirecoat Hangar. Wir haben es geschafft, Leute. Schon wieder ein Run. Mit Kane haben wir es hingekriegt. Ich hoffe, dieser Run hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ich habe ja auch wieder nach dem einen Item gefragt. Diesen einen Kalus, glaube ich. Kalus, ja. Wenn mir da irgendjemand in die Kommentare schreiben könnte, was das macht, wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ansonsten konstruktive Kritik wie immer und Bewertungen, Kommentare, wie sonst natürlich, wie gewohnt. Und ansonsten sage ich einfach mal noch einen wunderschönen Tag, wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!